Hallihallo Leute, hier ist der Gusua und der Flo ist dabei. Man nennt ihn auch Fleoneo. Hallöchen. Und ich bin gerade wieder mit meiner Ultra-Taktik am Start. Ich muss mal gerade gucken hier, nicht, dass ich hier zu viel verrate, sondern mir zu viel vornehme. Aber ich denke mal nicht. Also wie gesagt, außen wieder schön clearen und dass halt die Queen wirklich keinen Anreiz hat, außen rumzulaufen. Ja, doch, das schade, dass das nicht nochmal gemacht wurde, aber egal. So, dann gehen wir direkt, also klar, wir wollen natürlich ans D-Alex, klar. Brauchen wir, glaube ich, keinem anderen erzählen. So, das weiß jeder. Nein, du willst nur ans Elixier. Genau. Ja, ich muss sagen, ey, das denkt man gar nicht. Das sieht gar nicht so krass aus. Da denkt man, naja, Pillepalle. Ja, ja. Und dann guckst du auf einmal und denkst dir, warum ist da jetzt auf einmal 300k zu holen? Und die holt man natürlich gerne, klar. So, jetzt natürlich, schade, die sind ein bisschen fail gelaufen. Und das kann natürlich echt spielentscheidend sein. Ja. Jetzt da, genau, da will ich rein. Und wenn das klappt, das ist mein Fahrschein für Spaß. Genau, das war's. Ich brauche gleich gar keinen Heal in dem Bereich, weil das ist ja nur ein bisschen Pillepalle. Mal gucken, was sonst noch aus der CB kommt. Ja, das ist alles noch. Na, die Riesen, guck mal. Die Riesen, da habe ich schon ein bisschen. Ja, okay. Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, es kommt kein anderes Gebäude jetzt, was jetzt noch mal, wer weiß, wie auf mich raufschlägt. Genau. Aber ich will es wirklich nicht riskieren, weil wenn die Queen weg ist, dann ist alles weg. Also das muss man sich auch im Klaren sein. Also wer diese Taktik probiert, der braucht einfach dicke Eier, klar. und der muss halt wirklich Mut haben. Also wirklich so, und nicht zu viel riskieren. Also, ja. Ja, das Eier, ist Mut, nicht zu viel Eier, sonst gibt's Eiersalat. Ja. Das will auch keiner. Oder ein Rührei. Ja, auf jeden. Hier, aber guck mal, hier, noch die zwei Mauerbrecher da. Schade. Auch noch schön, genau, mitnehmen. Ja klar, dafür sind wir hier. Jo. Und dann würde ich auch gleich abbrechen, weil ich hab nichts mehr. Ich kann nichts mehr bekommen. Das dunkle, das obere Alex-Lager brauche ich nicht. Und schon haben wir den wieder komplett ausgezogen. Und so viel, ich muss mal gerade noch mal kurz in die Truppen reingucken. Klar, hier sind wir bei 80k Alex. Haben wir also noch 100. Dann sind wir da bei, kleinen Moment, bei 30.000 oder 5, was kosten sie? Ich glaube 3.000 kostet einer. Genau, 3.000, ja. Ja, also bei 30.000, vollkommen in Ordnung. Dann noch mal 24 drauf, also alles cool. Und dann, wie gesagt, ein paar Minions, heißt also 320 Dunkles. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, man muss jetzt gucken, ich habe hier jetzt noch einen Packer, den ich spenden sollte. Ich hau den einfach mal an den Leon raus. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so weiter wild. Quatsch. Ja, nee, eigentlich wollte der Blood Army, wollte den, glaube ich, haben. Ach so, okay. Aber der ist jetzt momentan nicht da. Ich baue einfach noch den nächsten. Ist ja nicht so, dass wir hier nur einen haben. Ja, und ansonsten sind wir halt eben heute so ein bisschen am Bogencheck machen. Ich weiß, dass der Cody hatte. Genau, Cody nochmal dazu. Ich weiß, dass er zwei Accounts hat, glaube ich. Aber das ist der Gewinner der eBay-Auktion. Also der hat meinen Golem. Und wenn ich es nicht vergesse, blende ich sogar mal das Bild ein mit meinem Autogramm. Das ist mein erstes Autogramm. Oho. Ja, ja, und der Cody hat's, am Start. Eier ausgepackt. Ja, genau. Gucken wir mal. Also ganz ehrlich, wenn ich das sehe, Level 77 und richtig geil am Start mit Maxed 8er Town Hall. Ja. Das ist richtig fett. Das ist richtig fett. Das ist schon gut. Das ist in Ordnung hier. 176 Millionen. Das ist okay. Das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist richtig nice. Also gut gefarmt. Und ja, also mega. Guck mal, also wir haben die Mauern immerhin schon auf 7. Er fängt sogar mit 8 teilweise an. Kleiner Tipp am Rande. Klar, dir reichen jetzt die Mauern für einen größeren Kreis in dem Bereich nicht aus. Aber ein kleiner Tipp wäre wirklich der
ein oder wenn möglich sogar zwei Lagen dazwischen freizulassen, dass zum Beispiel die Bogies nicht rankommen. Weil so hast du einen Bogie-Angriff und die ziehen dir das weg, wenn sie so weit kommen. Klar, genau, ich meine, ja, man muss erstmal da durchkommen, ganz klare Sache. Ansonsten, ja, base-technisch mega nice, läuft auf jeden Fall. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn man wirklich sieht, Level 77 und so eine Base, das ist mega. Ist schon gut, ja. Das ist schon richtig geil. Ja. Hast auch sogar schon gleich die Dunkle dir gezogen. Auf jeden Fall richtig nice. Das gefällt mir richtig gut. Und das passt. Das passt richtig gut. Hier eventuell noch den dunklen Bohrer halt eben noch hochziehen auf 3. Dann haut der nochmal richtig gut rein. Und ich guck gerade mal, wo ist der zweite? Oder hast du den noch nicht? Siehst du, Flo? Sieht nicht so aus. Nee, ich sehe gerade. Weil der bringt dir hier. Doch, links. Ja, genau. Den hast du auf der einwandfrei. Ich habe nichts gesagt. So soll es sein. Genau so soll es aussehen. Weil, klar, man sagt sich, oh, schade, ich kann den nur auf 3. Aber bei Level 8 können wir den zweiten Bohrer bauen. Und dann 2 auf 3 ist natürlich schon wie einer auf 6. Natürlich. Also ja, von daher läuft auf jeden Fall richtig gut verteilt. Kann ich gar nicht meckern. Ja, läuft. Also einwandfrei. Und ich sage nur noch mal herzlichen Glückwunsch, sondern wirklich viel Spaß mit dem Golem. Muss sich einfach noch mal hier loswerden. Jetzt gucken wir mal weiter. Ich bin nämlich der Meinung, der Jojo hatte auch noch mal angefragt. Das habe ich jetzt einfach noch so ein bisschen im Kopf, sage ich mal. Aber Barbossa war auch dran. Der hat auch angefragt. Alter. Ja, sieht schön aus. Klee, Moment. Schön schwarz. Ich bin gerade am Überlegen. Also teilweise passt's gut, teilweise sage ich, weil, guck mal, Level 103, da sage ich, die Mauern, mega geil. Logisch. Aber dann sehe ich wiederum die Magiertürme. Da ist er jetzt am Upgrade hier auf 7, aber die anderen sind noch nicht fertig. So, Teslas sind vollkommen in Ordnung, das passt. Hier haben wir eine 6er, da haben wir eine 5er. Hier sind wir die 4er am Upgraden auf 5. Das passt schon. Also du hast ja die ganze Zeit auch zu tun. Bloß ich hätte eventuell, ist absolut kein Vorwurf, passt. Ich bin fast der Meinung, dass du die Mauern hättest noch ein bisschen warten lassen können und dann erstmal die Dev komplett hoch. Was natürlich mega geil ist, sind die Expos auf 3. Bei Level 103. Das ist richtig cool. Auf jeden. Ja. Queen auch schon auf 12, King auf 12. Also das passt. Bloß wie gesagt, ist so ein bisschen anders, sage ich jetzt mal, abgegradet als andere. Fertig. Also nicht so Standard, sage ich mal. Ansonsten passt das auf jeden Fall. Du bist schon ziemlich weit dafür, auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Was haben wir hier noch? Ich finde, die Lager sind... Obwohl, das passt aber, weil wir hier eben den Mietenwerfer dazwischen haben, der eben nochmal wirklich weiter. Passt. Wäre es so, dass der Magierturm, das sieht man nämlich auch öfter, das kennst du garantiert auch, Flo, wenn der Magierturm hier ist, dann sage ich mir halt, ja, der macht ja dann nur noch so wenig. Klar, der verteidigt die in dem Fall, dass er denen, die da dran wollen, auf den Sack ballert. Klar, aber dann ist es doch schon zu spät. Von daher ist es mit dem Mietenwerfer vollkommen gerechtfertigt. Das sehe ich ganz, ganz cool. Wobei, was ich sagen muss, was man testen könnte, du könntest einfach mal die ganzen Minenwerfer mit den Magiertürmen tauschen. Ja, aber wie gesagt, dann hast du aber das Problem, dass die Magiertürme nicht so eine weite Range haben und wirklich dann erst auf die Truppen raufgehen, wenn es zu spät ist. Die gehen wirklich rauf, wenn die schon hier rumrennen. Können sie ja nicht anders, weil die haben nicht so eine krasse Range. Ja gut, das stimmt. Dann auch lieber... davor, aber hiervor wäre es auch zu fail, weil dann wäre der Magierturm zu weit draußen. Also so ist das schon nicht verkehrt, denke ich mal, in Verbindung mit den Minenwerfern, das passt. Läuft auf jeden Fall. Gucken wir mal, Zauberspielfabrik, auch in Anführungsstrichen erst auf 1, aber ich meine, wie gesagt, ich war derjenige, der sie gejammt hat, einfach weil ich mir gesagt habe, komm, ey, die will ich euch jetzt zeigen beim Upgrade und fertig. Da muss man auch einfach mal seine YouTube-Ehre hochhalten und dann passt das. Und du hast den zweiten Luftfeger schon. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich... wir gucken mal kurz in meine Base rein. kleinen Moment bitte. Also, so wirklich, Barbossa... Geil, also kann man gar nicht meckern, alles in Ordnung. So, jetzt muss ich mal kurz schauen.
guck mal hier, ich habe nämlich nur den einen. Ich habe das voll verpeilt. Naja, weil alles andere wichtiger war für mich, weißt du? Ja, klar. Da habe ich doch glatt den Luftfeger vergessen. Ja, passiert. Kommt vor. Aber jetzt hast du ihn ja gleich. Ja, ich überlege, ob ich ihn gleich habe, weil, wenn ich mich ranhalte, könnte ich heute noch eine Mauer ziehen. Das ist jetzt die Überlegung, ne? Richtig. Das ist eine richtige Überlegung. Und ich finde den Luftfeger eh total, naja, egal. Wir zeigen, was wir haben. Natürlich. Wir haben nichts. So, und zwar, ich soll einen Freund besuchen, der ist im Damon Games. Heißt das Damon Games? Okay. Games, gucken wir mal. Und er heißt John Boy. Ich würde mich ja John Boy nicht so wirklich nennen, aber gut. Nee, das hört sich irgendwie so ein bisschen an. Ja, da gibt's noch nicht, ganz ehrlich, da gibt's noch nicht so viel zu sagen. Wirklich. Ich würde jetzt mal sagen, Town Hall 6, oder? Obwohl. Könnte. Ja, doch. Nee, 7. 7. Nee, 7. Ja, Luftfeger geht erst ab. Und ja, okay. Weil Luftfeger müsste erst ab 7 gehen, oder? Ja. Ich schlag mich nicht, ich glaube ja. Ich glaube auch. Ganz klar gerusht. Also was heißt ganz klar, aber ist gerusht. Ja. Weil da wäre noch mehr gegangen. Und wie gesagt, ey, glaubt's mir, am Anfang denkt ihr, ach na ja, lass den Gusua mal erzählen, die Mauer mache ich später. Ja, wann macht ihr die Mauern? Wann denn bitte? Weil dann steht man wieder da und denkt sich, gut, okay, jetzt kann ich wieder neue Sachen machen. Oh, dann baue ich die natürlich. Dann grade ich die ab. Und dann und. Und schon sitzt man da und man bleibt auf den schlechten Mauern sitzen. Ist meine Meinung. Wie siehst du das? Das stimmt. Also, ich sehe das genau gleich. Also ich finde, man sollte Mauern immer gleichmäßig mit dem ganzen Rest hochmachen. Genau, so zumindest so ungefähr, sag ich mal. Genau. Also man muss jetzt nicht mit Town Hall 8 unbedingt die Achtermauern komplett maxed haben. Nein, genau, muss man nicht. So. Aber dass man schon mal so ein bisschen bin ich der Meinung. Weil sonst hat man am Schluss einen ganzen Batzen und da hat man einfach dann keinen Bock mehr. Genau, drauf. Richtig. Umso schwieriger wird's. Wenn ich jetzt hier mit Town Hall 9 dastehen würde und ich hätte 6er Mauern, na dann gute Nacht. Da hast du ja richtig Bock. Da hast du ja richtig Bock. Also von daher, nee. Also wie gesagt, das wäre auf jeden Fall meine Sache. Und hier sehen wir natürlich meine Sache natürlich gleich wieder. Armeelager wären hier ja sogar schon auf, lass mich überlegen, auf 6 möglich. Genau, das ist ein 5er und die sind aber bei 7 sogar schon auf 6 machbar. Und die natürlich hoch, aber klar, wir sind bei Level 47. Nichts überstürzen, alles cool. Ja, klar. Ja. Aber wie gesagt, Armeelager immer relativ schnell hoch machen, weil jedes Armeelager einzeln bringt immerhin 5 Truppen mehr. Insgesamt dann immer 20 pro alle und dann passt das auch. Und wie gesagt, nimm dir einfach den Druck raus, maximal schön deine 7er Base und dann passt das. Genau, sehe ich auch so. Nicht zu früh hochgehen, dann passt das. Dann haben wir noch ein, ich guck mal gerade. Ah, meine Queen ist schon wieder fertig. Läuft. Meine Queen, warte mal, und die kriegt jetzt gerade noch 2 Heiler zur Unterstützung. Ich guck mal, wie das gerade ausschaut hier. Ein paar Mauerbrecherchen habe ich dann auch. Das sieht ganz gut aus. Ja. Dann gucken wir mal noch weiter. Ich finde das so geil. Achso, nebenbei, ich weiß nicht, ob du das. Nee, das hast du garantiert nicht mitgekriegt. Ich habe mir natürlich erstmal ganz dekadent, wie ich bin, meine zweite SSD gegönnt. Ohoho. Und ich muss einfach. Ich muss einfach wirklich sagen, weil das war das Problem, dass ich habe am Anfang immer gedacht, Camtasia, so eine Scheiße, mehr als 20 Minuten kann ich nicht aufnehmen, danach kackt er ab. Ja, was war's? Die Festplatte war voll. Ja, schönes Ding, weil er hat auch, ich guck mal gerade, Lord Schade. Boah, das ist natürlich echt schade. Ich meine, die Anfrage war vom 25.06. Das ist jetzt nicht so lange her. Und ich meine, wenn ich dann jemanden nicht finde, dann sage ich mir auch ganz ehrlich, dann war es vielleicht auch wirklich nicht nötig. Ich meine, dann ist es halt so. Schade halt auf jeden Fall. Ist ärgerlich. So, dann gucken wir mal, ob hier noch was anderes ist. Aber nee, nochmal zu der gesamten Geschichte. Ich habe aufgenommen und habe auch gesehen, ja, die Platte ist noch nicht voll und fertig. Aber
sobald ihr sagt, ich will jetzt mein Projekt rendern, beziehungsweise jetzt erstmal speichern, dann zieht der noch ein bisschen alles zusammen und dabei braucht er natürlich auch noch ein bisschen Platz. Ja, und das letzte bisschen hat dann eben rüber geguckt und das war's dann halt. So, jetzt muss ich hallo, hier bin ich. Genau, richtig. Schon wieder nicht dabei. Name Luke. Luke, da haben wir Luke. Ich guck mal nicht, dass es den zweimal gibt. Nicht, dass ich jetzt den Luke R mache. Nee, genau. Also Luke ist dabei. Gucken wir rein. Und das ist halt mega ärgerlich. Und da dachte ich mir auch, kommt, Leute, ich bin jetzt wirklich mit der SSD gut gefahren. Wenn das einen interessiert, ich mache da keinen Affiliate-Link draus und was auch immer. Die Sache ist halt einfach die, das sieht man in jeder Beschreibung und in jedem Test, wenn ihr eine SSD haben wollt, das heißt, kleinen Moment, Solid, nicht Stage, sondern State Drive. Ja, ich glaube ja. Hat einfach den Vorteil, ist halt effektiv wie eine Art USB-Stick, hat eben keine rotierende Sachen. Man sagt zwar, ja, Schreib- und Lese- bzw. Löschvorgänge und sowas, die schaden der Platte irgendwann. Aber ganz ehrlich, wenn die bei mir nur 2 Jahre hält, ich da aber, sage ich jetzt mal wirklich ohne Scheiß, 2 Monate an Renderzeit gespart habe, dann sage ich mir auch, komm, das war es mir wert. Hat sich gelohnt. Das war es mir wert. Dafür konnte ich dann einfach, ich sage jetzt mal, in den 2 Jahren, was weiß ich, 50 Videos mehr machen. Das ist es mir wert. Das ist es mir wirklich wert. Und von daher ist das einfach vollkommen legitim. Habe ich mir das zweite Mal jetzt die 840 Pro gegönnt in der Ausführung von 256 GB. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen raushauen, dass ihr wisst, was los ist, wie das ausschaut. Jetzt haben wir hier den Luke. Und zwar ist mir im Kopf, dass Level, also das ist klar, das ist Town Hall 8 und soweit auch maxed. Mhm. Die Sache ist die, ich klicke jetzt mal ein Elixierlager an und ich wette, es ist genauso, wie ich denke. Und genauso, wie ich denke. Nämlich, das sagt uns, er hatte für Alex natürlich alles schon ausgegeben. Jetzt hat er Glück gehabt, jetzt konnte er noch die Zauberspruch, also die dunkle Zauberspruchfabrik noch raushauen. Aber ansonsten bist du garantiert eine halbe Ewigkeit schon mit dem Alex rumgerannt, hattest immer volle Lager und hast ihm gesagt, gut, okay, ich maxe aber meine Base. Und grundsätzlich ist das ein edler Gedanke. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber die Sache ist die, die reißt ein, oder beziehungsweise die rennt die Zeit davon. Du bist jetzt Level 94, theoretisch, also was so um und bei machbar ist, was wirklich schnell ist, ist Maxed Out 8 bei 89, das ist aber schon wirklich schnell. Aber das will ich dir gar nicht vorhalten, die Sache ist einfach die, du bist immer noch nicht im Upgrade. Und ich bin der Meinung, das Upgrade jetzt müsste irgendwie zwischen 10 und 12 Tage dauern. Was machst du in den 10 und 12 Tagen? Weil du baust jetzt noch deine paar Mauern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann? Aber guck mal, das Labor läuft noch. Sehe ich gerade. Ja, und? Er hat dafür ja also schon ausgegeben. Sein Labor bei den Truppen, zum die Truppen upgraden. Kleinen Moment. Da meinst du jetzt. Ja, okay. Genau. Ja, klar. Aber er hat ja trotzdem komplett volle Lager. Das meine ich. Also es ist einfach ein Moment, in dem du halt komplett volle Lager hast und sie nicht wirklich verwenden kannst, weil du eben nicht mehr machen kannst. Und dann steht man sich irgendwo ein bisschen selber im Weg. Es ist meine persönliche Meinung. Ich habe es ja selber gehabt bei Rathaus 6. Bei Rathaus 7 habe ich es dann gekonnt übersprungen, weil ich mir gedacht habe, rechnerisch wäre ich dann ungefähr damit fertig mit dem Gold ausgeben und es lohnt sich dann einfach meiner Meinung nach nicht mehr. Deswegen eventuell nicht komplett ausmaxen. Wie gesagt, dass ich jetzt so auf die Kacke haue mit Rathaus 9, ist eine andere Geschichte. Aber ich kann auch das Alex ausgeben für die Mauern. Ja, das kann ist, man das halt ist, bei Rathaus 8 nicht. Das müsste meiner Meinung nach runtergesetzt werden. Wäre mal eine neue Update-Idee, wie jetzt, wo wir schon dabei sind hier von wegen Update-Ideen, wäre für mich, meiner Meinung nach, könnte man auch ab Rathaus 6 die Mauern mit Alex machen. Findet ihr das gut? Ja, wenn nicht, schreibt es mal in die Kommentare rein. Und jetzt würde ich schon fast sagen, ach genau, haha. Also wie gesagt, so super geile Base kann man natürlich nicht meckern. Logisch, Rathaus 8 maxed, klar. Passt das einwandfrei. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück und wollen natürlich nochmal so einen kleinen
Angriff wir machen, wollen wie einen der, Angriff sehen. Wir wollen einen Angriff wie sehen. Wie der Guzor eventuell verkackt, aber wir wollen es ja mal nicht hoffen. Ah, guck mal hier. Das sieht doch gut aus. Ich sag mal 1-2, 1-7. Ich meine, ich muss relativ gut clearen. Ich würde aber fast sagen, von oben reingehen. Ja, das sollte passen. Würde ich auch, ja. Guck mal, der hat noch ganz lustige Mauern innen drin. Sind noch Level 5er oder Level 4er, gell? Ja, das, ja, ja. das sollte, denke ich, mal passen. Jetzt habe ich die CB zur Not dabei, dass ich außen noch was, wenn ich irgendwas doch nicht geklärt gekriegt habe, dass ich das außen droppen könnte. So, jetzt will ich aber natürlich immer gleich zeigen, was geht und was nicht geht. Mal schauen. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Das ist ganz chillig, das läuft. So, jetzt habe ich noch 3 Mauerbrecher, die lasse ich auch noch. Das mache ich noch ganz ruhig, ohne irgendwelchen Stress. Ich habe die Zeit. Das ist der Vorteil mit der Queen. Man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen. Man muss da nicht zu viel machen. Und ihr werdet es ganz oft erleben, dass ihr dem Gegner wirklich mit den X-Bows einfach die X-Bows leer spielt. Das werdet ihr erleben. Das ist mega geil. Da sind so oft die X-Bows leer. Na, ragen oder heal? Ich rage und heile danach. Ich hau einen Heal rauf. Weil das Dunkle wird jetzt zwar schon gezogen, aber ich will mich ja auch noch ein bisschen da aufhalten. Gucken wir mal, machen wir hier mal eine Ablenkung. Mal gucken, ob das was wird. Ich glaube, ich heale noch. Nee, innen drinne kann ich nichts mehr machen. Oder? Ach komm, ich hau auf die Kacke. Egal. Ich hau auf die Kacke. Haut drauf. Egal. Wen interessiert's? Ich glaube aber, innen drinne werde ich nicht mehr wirklich was clearen können. Das hätte ich alles draußen machen müssen. Aber gucken wir mal, wo die Mauerbrecher hinlaufen. Ah, naja, okay, nach draußen. Okay, das war jetzt nix. Aber wie gesagt, ich bin immer wieder überrascht. Guck mal, ist es sogar auf die leichte Mauer gegangen. Ja, einwandfrei, natürlich. Wir haben hier keine Luftabwehr. Mal gucken, wie weit sie kommt. Kann ja sein, dass wir uns hier doch noch 1 oder 2 Lager leer machen können. Und guck mal hier. Das geht schon. Im oberen Bereich hier wieder, im goldenen Bereich wieder, zack, zack, zack. Jetzt kommt der X-Bow gleich nochmal. Also wie gesagt, mit dieser Taktik, es gibt ja auch diese eine Errungenschaft mit dem X-Bow plattmachen. Ja. Die kriegt ihr mit der Queen-Methode richtig schnell hin. Also wirklich 2 X-Bows pro Angriff, das ist schon eine ziemlich geile Nummer. Und hier, ich hätte jetzt theoretisch abgebrochen normalerweise, aber klar, dafür habe ich natürlich auch heil investiert, aber guck mal, ich meine, ein bisschen was kriege ich ja jetzt auch wieder raus. Und vielleicht kriege ich sogar noch die 50%. Könnte knapp werden von der Zeit her. Ja, ich meine, wenn sie jetzt gerade auf Lager geht, dann wird es ein bisschen sehr knapp, aber wenn es nur Def ist, dann, ja, okay, jetzt geht's auf Lager, okay, dann nicht. Guck mal, das ist scheiße. Jetzt sieht man nicht, wie. Also hier unten sehe ich's. Aber das ist gerade ein richtiger Fail. Das ist echt ein Fail. Warum? Der Clan-Name interessiert mich jetzt gerade null. Ja? Guck mal, das wird eine richtig knappe Kiste. Schade, aber egal. Da wäre natürlich der Eilzauber dann richtig geil gewesen. Aber hier seht ihr einfach wieder. Schön. Läuft. Klar, wie gesagt, wenn man es zusammenrechnet, war es jetzt auch nicht so wenig. Aber ich wollte ja auch mal zeigen, funktioniert. Einwandfrei. Und man wird ja wirklich mit jedem Mal besser. Beim nächsten Mal habe ich die gleiche Aufstellung, habe aber vielleicht 2K oder 2,5K. Einwandfrei. Von daher passt das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich packe den Fleoneo natürlich auch in die Beschreibung. Der ist auch eine richtig coole Sau. Und der darf natürlich auch. Ja, natürlich, natürlich. Hashtag NoHomo. Natürlich. Ich hätte ihn ja gerne auf der Gamescom gesehen. Achso, jetzt kommt die. Jetzt kommt das Geständnis. Lichtle hat leider die Karten schon bestellt gehabt für die Gamescom und da die schon vom Netzwerk ausgeliefert sind, geht das nicht mehr. Das heißt also, ich bin leider nicht auf der Gamescom, aber ich denke mal, ich werde dann nächstes Jahr dabei sein und ich denke mal, das wird eine richtig, richtig geile Nummer dann. Glaube ich auch. Also dieses Mal wird dann sozusagen so, ja, ohne Guzor halt und dann danach halt so die epische Party mit dem Guzor. Ja. Ja, das wird dann schon ziemlich geil. Das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir wünschen euch was. Ciao, ciao. Ciao.